Wenn du jemandem, der gerade kurz vorm Kirchenaustritt steht, eine Sache sagen könntest, was wäre das? Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich spreche heute mit Kira Bär. Sie ist 21 Jahre alt und studiert katholische Theologie. Wir sprechen über das spannende Thema Kirchenaustritte und ja, mich interessiert total, was sie als Theologin, angehende Theologin dazu zu sagen hat. Wir werden unser Gespräch heute online führen, da es für Kira aufgrund der Corona-Situation nicht möglich war, hier zu uns ins Studio nach Köln zu kommen. Hi Kira, mega cool, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein darf. Cool, vielleicht möchtest du dich einmal direkt kurz vorstellen. Sehr gerne. Du hast gerade schon gesagt, ich bin Kira, ich studiere katholische Theologie, ich habe gerade erst angefangen und bin sonst so als Bloggerin im Netz unterwegs. Also ich habe einen Instagram-Kanal, wo ich so seit gut 2 Jahren über meinen Glauben und auch so das Abenteuer in der katholischen Kirche berichte. Mache das auch mit meinem Bistum Rottenburg-Stuttgart Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und du kommst aus dem Süden, höre ich. Genau, ich komme eigentlich aus dem nördlichen Teil von Baden-Württemberg und lebe jetzt in Tübingen zum Studium. Ja, cool. Wie alt bist du denn, Kira? 21. Mit 21 als Frau in der katholischen Kirche, da stelle ich mir erstmal ein bisschen herausfordernd vor. Ja, kann ich nicht leugnen, ist es. Okay, ja. Ich glaube, ich auch nicht so viel besser mit dem Alter. Ja, trotzdem mega cool, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns zu unterhalten. Ich finde, du machst richtig spannende Sachen. Ich habe mir mal ein paar deiner Videos auch angeschaut und ein paar deiner Texte durchgelesen. Du positionierst dich ja auch sehr klar, was einige Themen angeht. Heute haben wir das Thema Kirchenaustritte. Was ist deine Meinung dazu? Warum denkst du, verlassen viele Menschen die Kirchen? Ich finde, das ist so eine der schwierigsten Fragen, die man so stellen kann, weil man da, glaube ich, mega tief drin sein muss und es doch auch nicht den einen Grund gibt. Ich glaube, da wirkt halt super viel zusammen. Also klar wirkt da in der katholischen Kirche sehr viel rein, dass Leute kein Vertrauen mehr in eine Institution haben, in der Missbrauch super skandalös aufgedeckt wurde und immer noch viel zu schleppend und nicht konsequent genug aufgearbeitet wird. Dann hängt es mit so großen Themen zusammen, die keiner mehr versteht, wie die Rolle der Frau und unsere Sexualmoral und solche Dinge. Das ist leider klar. Aber ich glaube, es hängt auch in beiden Kirchen damit zusammen, dass man einfach vielerorts einfach mit dem, wie man kommuniziert und wie man Glaube in Gottesdienst gestaltet, nicht mehr in die Lebensrealität von Leuten, gerade von jüngeren Leuten reinspricht und man dann andere Wege sucht, irgendwie um die eigene Spiritualität zu leben, was ja viele trotz allem tun, nur sich da einfach leider nicht mehr kirchlich beheimatet fühlen. Das heißt, du würdest sagen, dass Kirche, so wie sie gelebt wird, zum Teil einfach nicht mehr relevant ist, oder? Ich denke schon, dass es also immer öfter so wird. Es fällt mir tatsächlich sogar relativ schwer, das nachzuvollziehen, weil ich natürlich das anders kennengelernt habe und ganz anders wahrnehmen, aber es scheint irgendwie so zu sein, ja. Aber dann erzähl doch vielleicht mal, wie es für dich ist, junge Frau in der Kirche. Warum bist du denn in der Kirche? Und ich glaube, du studierst ja auch Theologie, hast du gesagt. Warum? Was ist so dein Grund? Der Grund ist, weil ich Kirche als Kirche im Sinne von einer Gemeinde, als ich dann die Gemeinde gefunden habe, in der ich jetzt aktiv bin, das war erst mit der Firma mit 15, als ich so Schönes kennengelernt habe. Also für mich war das so, ich fand es wunderschön, dass ich in Gottesdienst gehen konnte, wo man singt, wo man betet. Leute waren super freundlich und das hat mir immer ganz viel Kraft gegeben. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Und alles, was ich ab da so mit Kirche verbunden habe, auch so Orte wie Tese oder kirchliche Jugendarbeit und sowas, das war immer so schön und alle waren immer nett und offen und es hat immer mir ganz viel Freude bereitet. Und es hat von mir von da an irgendwie den Wunsch geweckt, da teilzuhaben und irgendwann auch mal jemand zu sein, der das war. Also was ich jetzt schon relativ lange gerne ehrenamtlich in meiner Freizeit mache, irgendwann beruflich mache, weil ich dann irgendwie auch eine coole Person sein kann, die bei der Kirche arbeitet und wo man dann da mit Menschen zusammenkommt und feiert und irgendwie Glaube lebt. Das habe ich immer als mega schön empfunden und es hat sich nicht geändert, auch wenn ich jetzt selber immer mehr Schwierigkeiten mit der Institution habe. Aber das sind auch irgendwie Sachen, die ich trenne. Aber das, was ich so im Kleinen in der Gemeinde erlebe, das ist das, was mich hat
brennen lassen. Das hört sich auch richtig schön an. Also ja, als hättest du einfach richtig tolle Erfahrungen gemacht und ja, dass einfach dein Glaube und diese guten Erfahrungen über dem stehen, was vielleicht auch ja nicht so läuft. Ja, und, toll. Ich glaube halt, dass ganz viele das vielleicht nicht so haben und deswegen auch sagen, ciao, was soll ich noch von euch? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das steht und fällt richtig krass damit, was man so in seiner Kindheit und Jugend an Erfahrungen macht, ob da eine Gemeinde ist, wo man sagt, da habe ich Lust oder eben halt auch nicht. Was mich noch mega interessieren würde, was ist so ja, dein Gedanke dazu, was müsste die Kirche verändern, die katholische Kirche, aber vielleicht auch die evangelische Kirche, damit es einfach wieder anschlussfähiger ist und damit du auch sagen würdest, da stehe ich jetzt wieder voll hinter? Also so moralisch müssten wir aufhören, zwischen Menschen Unterschiede zu machen, zwischen Geschlechtern, zwischen sexueller Orientierung und solchen Dingen, wie das man das hauptsächlich aus der katholischen Kirche kennt, aber das auch in der evangelischen Kirche passiert, also da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Und dann ist es, glaube ich, echt ganz viel, wie spreche ich Leute an? Und ich merke das ja selber ganz oft, wenn ich noch geistliche Reden höre oder theologische Texte lese, dass ich denke, ja, ich kann da schon was rausziehen, aber braucht ihr mir jetzt auch nicht erzählen, dass das die breite Masse der heutigen Bevölkerung irgendwie anspricht? Und ganz kurz, weil das irgendwie zu komplex ist oder warum? Ja, ich weiß gar nicht, ob es zwangsweise komplex ist, aber das sind einfach auch Ausdrucksweisen, wie sich heute keiner ausdrückt oder wenige ausdrücken, sagen wir es mal so. Und wo, glaube ich, dann viele, ja, man kennt es ja so üblich, nach 2 Minuten Predigt dann doch abschweifen, weil irgendwie das ganz fern ist und nicht ins eigene Leben reinspricht. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Was ist denn deine Rolle da drin? Wo stellst du dich, weiß ich nicht, in der Zukunft, in 5, 10 Jahren, wo stellst du dich da vor? Also eigentlich stelle ich mich bisher relativ klassisch wirklich in irgendeiner Gemeinde vor, weil ich Gemeindearbeit was total Schönes finde und Menschen in sehr verschiedenen Lebenssituationen dazu begleiten und irgendwie regelmäßig Gottesdienst zu feiern. Was das jetzt konkret heißt, in welchem Beruf, ist nochmal eine andere Frage. Und eben auch, wie wir es gerade schon angesprochen hatten, gerade als Frau in der katholischen Kirche, ein besonderes und schwieriges Thema, da weiß ich aber noch nicht genau, wie das so wird und was da vielleicht auch schwierig wird. Aber ich sehe mich total irgendwie bei Menschen in der Gemeinde das zu teilen. Wenn du noch, wenn du jemandem, der gerade kurz vorm Kirchenaustritt steht, eine Sache sagen könntest, was wäre das? Ehrlich gesagt würde ich, glaube ich, in erster Linie sagen, dass ich für diese Person hoffe, dass die Beziehung, die sie eventuell mit Gott hat, da nicht drunter leidet und dass sie trotzdem begleitet bleibt und eine Hoffnung hat. Das würde ich Menschen wünschen, egal wo sie dazu gehören. Ja, das ist voll schön. Da kann ich mich mega anschließen. Vielen, vielen Dank. Kira, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dich nochmal hier zu uns ins Studio einzuladen und mit dir einfach über ein paar Sachen noch zu quatschen, weil ich glaube, du hast ganz viel in dir, was auch raus in die Welt darf und kann und soll. Deswegen meine Frage auch an euch. Also wenn ihr Themen habt oder Fragen an Kira, dann schreibt das einfach mega gerne hier unten in die Kommentare. Und dann, Kira, würde ich sagen, wir machen einfach in der Zukunft nochmal ein Treffen aus, wenn es dir passt. Unbedingt. Ja. Wenn alles wieder besser ist, komme ich sehr gerne nach Köln. Dann. Schön. Dann freue ich mich total und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da und auch super gerne ein Abo und ja, schreibt eure Gedanken zu dem Thema Kirchenaustritte gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!